3 Tage lang, 10 Monate Vorbereitung. ...1,5 Kilometer Festgelände, 150 Stände. Wir hatten 150.000 Gäste beim ersten Mal, dieses Jahr waren es ein paar mehr. Das Konzept des Weißenseer Blumenfestes, als der Verein für Weißenseer es übernommen hat, war, dass wir ein Fest machen für alle Bürger, dass alles kostenlos ist, was an Kunst und Kultur zu erleben ist. Wir nehmen von keinem Eintrittspreise und wir wollen den Handel verbinden mit Kunst und Kultur. Wir finanzieren uns durch Standmieten, durch Verkäufe, durch Gastronomie und wir finanzieren uns durch Unternehmen, die sagen 150.000 Gäste, 600.000 Besucher auf der Website, eine Breitenwirkung in Berlin und Brandenburg insgesamt ist interessant für uns. Es ist für uns mittlerweile eine Tradition und wir hoffen natürlich auch, dass der Verein uns auch weiterhin gerne sieht vor Ort. Wir haben mittlerweile, denke ich, viele, viele Projekte zusammen begleiten können und hoffe, das auch in Zukunft mit gemeinsam machen zu können. Das Blumenfest ist echt was Besonderes. Ich war gestern schon hier, da war hier so Techno-Musik, da habe ich gut abgefeiert. Ja, mir gefällt es richtig klasse hier, vor allem ist viel für die Kinder da. Die Fläche ist auch super, gerade am Weißen See. Man hat die vielen Wiesen, man kann dann auch mal ein bisschen sich zurückziehen, ein bisschen entspannen. Für alle eben etwas und das Wetter ist heute auch gut und es ist total friedfertig und das macht schon Spaß hier. Und ich finde es hier total super, dass die Leute total super drauf sind, dass viele Familien hier sind und dass sich einfach so sämtliche Multikulti-Leute hier treffen auch mit.